Die Frage, die uns beschäftigen wird, ist, wenn wir die Autorität nicht brauchen, dann warum brauchen wir doch Autorität? Okay, das ist, weil wir sind vielleicht die erste Gesellschaft in Weltgeschichte, wir die westliche Gesellschaft, aber heute schon nicht nur die westliche, die das Kind im Zentrum der Familie und auch der Schule gesetzt hat. Okay, dass die Familie ist von uns als Ideal, als ein Kreis mit dem Kind im Zentrum angesehen. Und die Frage, die wir idealerweise uns stets darstellen, ist die Frage, was braucht das Kind? Okay, diese Frage, das braucht das Kind, ist zu unseren idealen Leitfaden geworden. In der Praxis ist es anders, wir sind noch weit davon, aber idealerweise die Frage, die uns leiten sollte, die uns führen sollte, ist die Frage, was braucht das Kind? Aber diese exklusive Fokus auf das Kind hat auch problematische Elemente. Und vielleicht das problematischste Element ist, dass etwas mit dem Kind nicht stimmt, wenn das Kind Probleme aufzeigt, wenn das Kind problematisches Verhalten hat, dann wird es sofort automatisch angenommen, dass die Leute, die das Kind betreuen, etwas falsch gemacht haben. Wir als Eltern, als Lehrer sind schuldig daran, dass etwas mit dem Kind nicht stimmt. Also die Betreuer, die Eltern, die Lehrer werden automatisch, sie sitzen schon auf die angeklagte Bank, wenn ein Problem mit dem Kind sich offenbart. Das ergibt große Schwierigkeiten, wenn wir als Psychologen, als Sozialpädagogen, als Schuldirektoren mit Eltern oder mit Lehrern arbeiten wollen. Gibt es ein Problem mit dem Kind, dann habt ihr schon etwas falsch gemacht. Daran habt ihr etwas verfehlt. Und die Eltern, die kommen zu einer Elternberatung, fühlen sich schon so. Sie fühlen sich angeschuldigt und das Resultat ist sehr interessant. Das Resultat ist, dass Schulpädagogen, Therapeuten, Psychologen sind nicht gut fähig, eine gute Arbeitsbündnis mit Eltern zu schmieden, weil die Eltern sich angeschuldigt fühlen und weil unsere Theorien, die meisten Theorien, sagen auch so, ja, gibt es ein Problem mit dem Kind, dann sind bestimmt die Eltern schuld daran. Wie könnte es anders sein? Der Gedanke ist, wie könnte es anders sein? Aber diese Annahme, die sogar wenn sie nicht so explizit ausgesagt wird, diese Annahme stellt ein großes Hindernis dar, wenn wir mit Eltern, mit Lehrern zu arbeiten versuchen. Ich würde sagen, dass es gibt einige Fehler in dieser totalen Annahme. Einige Fehler. Der Fokus an das Kind ist für uns sehr wichtig und wird wichtig bleiben. Aber der Fehler ist, dass die Familie nicht als ein Kreis mit dem Kind im Zentrum angesehen sein kann oder darf. Weil die Frage, was das Kind braucht, bezieht schon in sich, okay, schließt in sich ein die Frage, was brauchen die Eltern, um dem Kind das zu geben, was das Kind braucht. Was brauchen die Lehrer, um den Kindern zu geben, was die Kinder brauchen? Also die Bedürfnisse der Lehrer und die Bedürfnisse der Eltern, um diese Rolle
gut zu bekleiden, wurden in dieser Formulierung, was das Kind braucht, nicht berücksichtigt. Also Eltern und Lehrer werden durch diese ausschließliche Perspektive so geschwächt, dass am Ende das Kind nicht bekommen kann, was es bedürft. Wir werden sehen, wir werden versuchen zu verstehen, wie diese Kritik an das herkömmliche Modell der Autorität, die einmalige Autorität, die traditionelle Autorität, wie wir diese Kritik entfalten haben, warum und mit Recht. Wir werden sehen, dass daraus neue Probleme entstanden sind und wir werden sehen, wie wir versuchen, diese Probleme zu lösen. Wie versuchen wir, an diese Problematik heranzukommen? Beginnen wir also mit der Kritik an die traditionelle Autorität. Okay? Wir haben als Kultur, als Gesellschaft, das traditionelle Bild der Autorität sehr eingehend, sehr tief kritisiert. Eigentlich haben wir diese alte Autorität als ein Ideal demoliert. Das heißt, wir wollen nicht damit anfangen. Wir identifizieren uns nicht mehr mit diesem Ideal als Gesellschaft. Es gibt immer Leute, die schon, aber wir als Gesellschaft, wir als Kultur identifizieren uns nicht mehr mit diesem Ideal. Und es gibt auch kein Zurück. Wir werden auch gut verstehen, warum es kein Zurück gibt. Es gibt nostalgische. Ja, einmal war der Lehrer Lehrer. Ja, einmal hat die Lehrerin Autorität. Und Eltern waren einmal, okay, die hatten etwas zu sagen zu Hause. Aber die sind nostalgische Wünsche. Sie haben nicht viel mit der Realität zu tun. Da hat schon Simon Signoret darüber gesagt, auch die Nostalgie ist schon nicht mehr, was sie einmal war. Okay. Also, wir werden auch verstehen, warum es kein Zurück gibt und wohin gehen wir da. Also, das Bild von Autorität, das wir im Kopf haben und den wir kritisiert hatten, hatte eigene Annahmen, einige Voraussetzungen, die wir nicht mehr akzeptieren können. Das erste ist, dass diese Autorität basierte war auf Distanz. Okay, die Autoritätsperson stand nicht nahe zum Kinde, sondern entfernt auf ein Podium und das Kind sollte entfernt sein und auf die Autoritätsfigur von unten nach oben gucken. Das wollen ich nicht mehr haben. Wir wollen keine distanten Eltern sein. Wir wollen, dass unser Kind keine distanten Lehrer hat. Wir wollen nah zu unseren Kindern sein. Also mit Distanz haben wir nichts mehr was zu tun. Wir akzeptieren das nicht, diese Idee. Manchmal als Eltern können wir denken, ja, die anderen Kinder brauchen ja distantere Lehrer. Das wäre mein Kind, nein. Mein Kind braucht Lehrer, die dabei sind, nahe zum Kind. Das heißt, wir wollen keine distanten Lehrer haben. Und ich glaube, hier gibt es kein Zurück. Unsere ganze Art und Wesen über Kinder und über Kindererziehung zu denken, widerspricht dieses Ideal der Distanz. Jedoch, manchmal braucht man Distanz. Wir werden sehen, wie alles, was wir weggeworfen haben, vielleicht noch irgendwie ein Plätzchen haben soll. Okay? Dass es nicht total vertilgt sei, wir werden dazu kommen. Auch wie kommt es, wie ist es auch möglich, dass eine gewisse Legitimität hat? Wir sollten ein bisschen argwöhnisch gegenüber ganz neuen Ideen sein. Ganz neuen Ideen können manchmal schlechte Ideen sein. Warum? Weil diese sind Fragen, worüber die Menschheit schon tausende Jahre lang
gedacht hat. Okay? Und gute Leute, Seneca, da war okay, gute Leute haben darüber, wenn eine Idee wirklich absolut neu ist, dann aller Wahrscheinlichkeit nach wird es auch sich als eine schlechte Idee entpuppen. Also die Ideen müssen okay, etwas auch von verkörpern von der Gedankenweise der Menschlichkeit. Wir werden sehen, wie die neue Autorität eine gute Erbin ist von Ideen, die vielleicht da in dem Schatten immer da waren, nicht eine totale neue Erfindung. Also Distanz wollen wir nicht mehr haben. Die zweite Annahme, die zweite Voraussetzung, worüber die traditionelle Autorität basiert war, war, dass Autorität bedeutet Kontrolle. Wir müssen imstande sein, das Verhalten des Kindes zu bestimmen. Kontrolle, es gibt zwei Sinne Kontrolle, das heißt, ich muss immer wissen, was passiert, okay, das ist etwas anderes, aber dieser Sinn von Kontrolle, ich muss bestimmen, was das Kind tut. Das war der Sinne der Autorität. Und wenn das Kind das nicht macht, dann brauche ich Gewalt. Okay, das war die Idee. Okay, wenn ich das nicht, okay, wenn das Kind dies danach willentlich macht, dann brauche ich, kommst du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Okay, das war die Idee. Es ist der Tod, der das sagt, okay, in dem Lied. Okay, der Tod sagt das, kommst du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Das ist sehr interessant, dass das der Tod das sagt. Und dann diese Neigung, wir bestimmen, wir müssen bestimmen, wie sich das Kind verhält und auch wie das Kind denkt und fühlt, das können wir nicht akzeptieren. Wir können nicht mehr das Resultat einer guten Erziehung mit Gehorsam identifizieren. Okay, damals war es so. Okay, das Ziel der Erziehung ist, Gehorsam einzuimpfen. Heute neigen wir dazu, ein Kind, das ganz gehorsam oder immer oder zumeist ganz gehorsam ist, heute neigen wir dazu, dieses Resultat als ein Fehlresultat. Das ist schon eine falsche Erziehung. Warum? Weil wir die Autonomie als Hauptwert preisen. Okay, wenn, da war eine interessante Forschung in Deutschland gemacht, Eltern von verschiedenen sozialen und ökonomischen Schichten wurden interviewt über was für ein Wert, was ist der Hauptwert für sie in Erziehung? Und der Hauptwert bei der großen Mehrheit von normalen Eltern stellte sich heraus, Autonomie. Okay? Das heißt, das ist fantastisch, es sind nicht Psychologen und Pädagogen. Normale Eltern, Autonomie, Initiative, Autonomie, Selbstständigkeit. Das heißt, ich möchte, dass mein Kind okay, wirklich selbstständig sei. Okay, und das ist Gehorsam, ist ein ganz entgegengesetztes Ideal. Also mit Kontrolle im Sinne von bestimmen, forcieren, was das Kind macht, fühlt und denkt, wollen wir schon nicht mehr nichts anfangen. Und mit Gehorsam auch. Okay, Gehorsam ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Okay, wir haben gesehen, wie eine ganz Gehorsamkeit gerichtete Gesellschaft zu solchen Extremen führen kann. Das wollen wir nicht mehr haben. Dann diese alte Autorität, diese traditionelle Autorität, war sehr, sehr hierarchisch gestaltet. Okay? Die Person, die Autorität bekleidete, stand auf der Spitze und die Kinder darunter und diese Person schuldete keine Rechenschaft an andere Faktoren, was sie in ihrer Familie oder Klasse machte. Was ich in meiner Familie oder Klasse mache, ist meine Sache. Keiner darf seine Nase hineinbringen. Es gibt auch Sprichwörter, die diese Haltung
darstellen, zum Beispiel, man soll die schmutzige Wäsche nicht nach Hause bringen. Das ist ein patriarchalisches Diktum. Okay? Man soll, nein, das, die schmutzige Wäsche, Brei, okay? Und wir akzeptieren das nicht mehr. Warum? Weil diese Idee der Hierarchie, dieser Pyramide, enthält in sich auch die Idee von einer Immunität von Kritik. Okay? Andere Leute haben nichts zu tun mit dem, was ich in meiner Familie tue. Diese Immunität von Kritik seitens der Gesellschaft ist für uns nicht mehr akzeptabel. Warum? Weil wir alle sehr gut erfahren haben, welche schwarze Sachen in solche Familien, die absolut immun von Kritik sind, von dem Blick von außen sind, passieren können. Okay? Es ist eine, und die, das, diese Übertreibung, okay, diese schlechte Nutzung der Autorität, da können, das kennen wir schon sehr, sehr gut. Also das können wir nicht mehr akzeptieren, okay, diese Immunität. Okay, wir brauchen Transparenz. Okay, wir brauchen die Möglichkeit, wir fordern die Möglichkeit, hineinzugucken, was dort passiert, in dieser Klasse, in dieser Familie. Besonders, wenn wir sehen, dass es Probleme gibt. Also das Recht, hineinzugucken, ist ein sehr wichtiges Recht der Demokratie, unserer Gesellschaft, unserer Kultur. Und dann, da war noch ein Grundsatz, das für uns höchst problematisch ist. Diese traditionelle Autorität basierte auf dem Grundsatz von immediate, unmittelbare Reaktionen. Wir sollten als Erzieher sofort reagieren, das heißt bestrafen, wenn das Kind etwas Falsches gemacht hat, dann müssen wir ihn sofort bestrafen, damit er nicht das Gefühl bekommt, dass er einen Spielraum hat. Diese Idee der Unmittelbarkeit der Reaktion wurde in dem Film, in dem französischen Film Les Enfants de Monsieur Mathieu, es ist ein Film über ein Heim, wo es gibt einen Musiklehrer, der einen Chor aufbildet, aber der Musiklehrer, Monsieur Mathieu, ist die gute, die positive Figur, okay, das ist die autoritäre Figur, ist der Direktor dieses Heims, und dieser Direktor sagte fast karikaturalisch, ja, bei uns, in unserem Heim, gibt es einen Grundsatz, Aktion, Reaktion. Also, und er sagte so, dass das ist interessant, das ist es. Das ist selber, okay, die Marionette von seinem Prinzip, okay, das heißt diese Aktion, Reaktion. Warum können wir diese Idee der Aktion-Reaktion so auf diese Weise nicht mehr akzeptieren? Weil wenn wir sofort reagieren, bestrafen, das heißt nicht reagieren, okay, wenn wir sofort bestrafen, werden wir dann auf der Höhe unserer Emotionalität reagieren. Okay? Wir sind wütend und das Kind ist auch sehr heiß. Und das sorgt für Eskalation. Okay? Es wird zum Krach kommen. Aktion, Reaktion. Und dazu kommt, dass diese Idee der Aktion, Reaktion enthält auch darin, es ist sogar unmöglich, dass ich meine Schritte erwägen soll. Es gibt keine, es ist, als ob die Erwägung wird, nein, das, okay, wenn ich schon erwäge, dann habe ich keine Autorität. Das ist verrückt, nein? Das heißt, ich muss nicht einmal überlegen, wie ich reagieren soll, weil Aktion, Reaktion. Der Symbol der traditionellen Autorität, okay, Zeus, okay, er hatte in seinem Hand Blitze und das war das Symbol seiner Autorität. Wenn jemand hier gähnt oder sich langweilig tschacht und keiner gähnt nicht mehr, okay, dann wird das Interesse sehr stark auch geweckt. Das ist die Idee
der Aktion-Reaktion. Also diese Kritik, also diese vier Basen, es gibt andere, okay, das Buch Stärke statt Macht, aber die sind die vier wichtigsten Voraussetzungen der alten Autorität, der traditionellen Autorität, die für uns wirklich absolut inakzeptabel sind. Ich habe gesagt auch, dass es kein Zurück gibt. Warum? Okay, wir haben es kritisiert, aber wenn wir jetzt sehen, dass etwas von dieser Autorität noch fehlt, vielleicht können wir es, okay, zurück aufbilden. Ja, das Problem ist, dass diese Autorität, wie jeder Art von Autorität, hängt davon ab, dass es von der Gesellschaft unterstützt und legitimiert wird. Diese Unterstützung und Legitimierung war einhellig, wenn wir in den, über den 50er Jahren denken, dann jeder dachte so. Und so war auch das Gesetz und sogar die Medien. Okay? Wenn es berichtet wurde in den Medien von einem Kind mit problematisches Verhalten, okay, mit Vandalismus, okay, warum wurde er nicht bestraft, warum ist er nicht in ein Heim geschlossen und so weiter. Auch die Medien waren so. Also diese einhellige, diese Unterstützung, diese Legitimierung von dieser Art von Autorität gibt es nicht mehr. Und da, in unserer Gesellschaft, ist das auch nicht möglich. Und auch die Gesetze haben sich geändert. Okay? Also, es ist wirklich, man kann, es ist nicht nur, dass wir nicht mehr von dieser Autorität wissen wollen. Es ist auch unmöglich, zu dieser Autorität zurückzufinden. Eine Zeit lang, die 60er und 70er Jahre, haben wir sogar gedacht, wir als Gesellschaft, dass die beste Erziehung ist eine Erziehung ohne Autorität. Autorität ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Es waren die Jahre, wo ein sehr um sich greifend Ideal von Erziehung sich breit machte. Es war das Ideal von einer Erziehung, der auf vier Fundamenten basiert. Liebe, Verständnis, Ermunterung und Freiheit. Warum sollte Freiheit so ein Fundament der Erziehung sein, nach diesem großen Traum der Pädagogik? Weil der Glaube war, dass jedes Kind ein Kern, mit einem Kern von einem Selbst, von einem Ich, geboren ist. Jeder Kind ist geboren mit dieser Samen von seinem Selbst. Und dieser Kern, dieser Same, kann nur dann aufblühen, wenn es ganz spontan aufwächst. Wenn schon Grenze und Richtungen ihm gegeben werden, dann wird schon dieses Aufwachsens verkehrt. Dann wird es schon nicht richtig. Deshalb glaubten wir, brauchen die Freiheit auch. Ich glaube, dieser Traum, es war ein großer Traum der freien Erziehung mit Liebe und Empathie und Verständnis und Ermunterung. Es war vielleicht der größte Traum in der ganzen Geschichte der Pädagogie. Warum? Wir glaubten dann, dass auch die Gesellschaft, die entstehen würde, wenn diese Kinder groß würden, würde auch eine gesunde, eine heile Gesellschaft sein, weil diese Erwachsene, die so, okay, groß gewachsen wurden, haben nie Unterdrückung, nie Strafe, nie Gewalt erfährt und so werden sie auch zu ihren Gegenüber auch geduldsam, positiv, liebend, warm sein. Also das war eigentlich ein messianischer Traum, ein Traum von Erlösung des Einzelnen und der Gesellschaft. Und deshalb glaube ich, dass
da war vielleicht keine, vielleicht kein einziger Erzieher, Psychologe, Pädagoge, der nicht von diesem Traum, zumindest eine Zeit lang, wirklich inspiriert wurde in diesen Jahren. Und es stellte sich heraus, dass das enttäuschend war. Es ist sehr interessant, was damit passiert war, weil jedes Mal, wenn wir das, wenn wir dieses Traum hören, wir werden auch beschwingt davon. Aber nein, es geht nicht. Was wurde dann gefunden? Okay, wir sehen um uns herum, dass es nicht gerade so ist. Wir sehen es, okay, mit nackten Augen, wir können sehen, dass es nicht gerade so ist. Nicht immer, wenn Kinder so aufwachsen, dann werden sie so schön und positiv. Und das sehen wir. Was interessant ist, ist die Befunde der Forschung. Es gibt schon bis heute über 300 Forschungen. Sie haben begonnen mit der Forschung von Diane Baumrind, schon in den 60er, in den späten 60er Jahren, als sie beginnen, das zu erforschen. Und es gibt schon darüber über 300 Forschungen, die bewiesen haben, dass Kinder, die in eine konsequente, freie Erziehung aufwachsen, das heißt, keine Grenze und besondere Forderungen, sondern Verständnis und Ermunterung. Verständnis, Ermunterung, Verständnis, Ermunterung. Okay, das sollte genügen. Dass diese Kinder wachsen auf mit einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten im Vergleich mit Kindern, die aufwachsen in eine nicht autoritäre, aber sagen wir traditionellere Familie. Nicht autoritäre im Sinne eines gehobenen Faust, sondern traditionellere Familie. Mit Grenzen, mit Forderungen und sogar mit Strafen. Okay? Aber die Frage ist, welche Strafen? Okay? Welche Strafen? Was für Strafen? Wie können auch Strafen legitim sein? Auch diese Idee, okay? Eine Gesellschaft ohne Strafen, überhaupt eine Strafe, existiert nicht. Also wir sollten vielleicht uns fragen, ob es möglich ist, ohne Strafe überhaupt vorzugehen. Ich glaube nicht. Ich bin sicher, dass es nicht möglich hier ist. Total. Nein. Die Frage ist, welche Strafen? Auf welche Weise? Also Kinder, die in so einer Familie aufgewachsen sind, konsequente Familie und mit investieren, wo die Eltern investieren in die Kinder, sie wachsen auf mit einer Reihe von Schwierigkeiten im Vergleich mit Kindern in einer traditionelleren Familie, was Diane Baumrind genannt hat, autoritative, nicht autoritäre Familie. Was es ist, das ist etwas ein bisschen ähnlich zu der neuen Autorität, okay, aber auch nicht ganz. Diese Kinder reagieren, waren impulsiver. Sie hatten eine niedrigere Schwelle für emotionelle Ausbrüche. Diese Kinder neigten dazu, sich gewalttätiger als die traditionell zu äußern, auszudrücken. Diese Kinder neigten dazu, aus sozialen Rahmen, Schule, aber auch Sportrahmen und Hobbyrahmen und Musikrahmen abzufallen. Sie hatten nie gut gelernt, sich in Rahmen einzufügen. Das hatten sie nicht. Diese Kinder als Adolescenten waren infälliger auf eine lange Reihe von Risikofaktoren. Schlechtes Verkehr, Alkohol, Lügen, Promiskuität, sexuelle Probleme und so weiter. Und die größte Überraschung dieser Kinder im Durchschnitt hatten auch ein niedrigeres Selbstwert. Das war eine totale Überraschung, auch für die Forscher. Wie kommt es? Wie ist das möglich? Niedriger Selbstwert? Wie ist das möglich? Sie haben so viel an positive Widerspiegelung bekommen, so viel Ermunterung. Das ist eine der vier Säulen. Nein, es gibt
Liebe, Verständnis, Ermunterung und Freiheit. Das ist die Ermunterung. Wir alle kennen diese, diese Szene. Okay? Ein Kind kritzelt etwas auf ein Blatt Papier und eine ganze Gruppe von Erwachsenen um ihn herum. Okay, gern außer Band, außer Rand und Bande, was für ein Talent, was für ein Ausdruck, Van Gogh. Und so. Wie kommt das heraus, was so ein Kind mit einem schlechten, okay, im Durchschnitt, schlechteren Selbstwert aufwächst? Wie ist das möglich? Ja, es ist möglich. Warum? Heute können wir es besser verstehen. Weil ein positives Selbstwert zu entwickeln, das heißt, der Glaube, dass wir wirklich zu etwas taugen. Um so ein positives Selbstkonzept zu entwickeln, brauchen wir nicht nur positive Widerspiegelung, die sind nötig, aber sie genügen nicht. Wir brauchen auch Erfahrungen zu machen, dass wir fähig sind, mit Schwierigkeiten zurechtzukommen, Schwierigkeiten zu überwinden. Ohne das glauben wir nicht in uns. Und wenn wir das Ideal der freien Erziehung mit der Lupe gut ansehen, wenn das Kind nicht bereit ist, etwas schwierig zu unternehmen, dann was wird gesagt, ist noch nicht bereit. Warten ab, es wird von innen kommen. Das heißt, man soll nicht dem Kinde in Situationen hineinbringen, wo es keine Wahl gibt. Es gibt immer eine Wahl. Wenn er nicht bereit ist, sollte er, okay, zum Beispiel, wenn ein Kind im Kindergarten kommt, in Israel ist es Pflicht von dem Alter von 5 Jahren, Mutter bringt das Kind in den Kindergarten, sagen wir, dass er zu Hause aufgewachsen war bis dann. Und dann kommt er zum Kindergarten und das Kind sieht, dass es dort Kinder schreien und wild herumlaufen. Dann vielleicht, wenn es ein bisschen ängstliches Kind ist, unsicheres Kind ist, dann hält sich an den Rock der Mutter und will nicht gehen und weint. Nach dem Grundsätze der freien Erziehung mit diesen 4 Säulen, die Mutter kann mit ihm dialogieren, kann ihn zu überzeugen versuchen, aber wenn er weiterhin nicht hinein will, dann sagen, okay, nicht bereit, nächstes Jahr wird er aufwachsen. Aber da es Pflicht ist, die Mutter versucht und dann kommt vielleicht die Kindergarten und sagt, Mutter, bitte, lass ihn mit mir, ich werde ihn schon beruhigen. Und sie umarmt ihn und sagt, bitte geh, Mutter, solange sie hier bleiben, wird es nicht gehen. Und sie nimmt und spricht und redet ihn ein und kommt mit ihm ins Kindergarten. Und die Mutter steht da mit pochenden Herzen, sie steht da, was und sie hört, dass er schreit noch, aber dann schreit er weniger und weniger. Und ja, ist das okay, ist das okay? Am Ende geht die Mutter weg, vielleicht kommt sie zurück, noch ehe der Tag im Kindergarten zu Ende ist. Und zumeist, wirklich in der größeren Mehrheit der Fälle, entdeckt sie, dass das Kind sich adaptiert hat. Und in ein paar Tagen, okay, sogar beginnt auch die neue Reize, die soziale Reize, die Möglichkeiten im Kindergarten auch zu genießen. Also bei diesem Kind wird das Gefühl in seine Seele einschreiben, ohne dass das Kind noch fähig ist, das zu verbalisieren. Aber das Gefühl wird dabei sein, es war schwierig, aber ich habe es gemacht. Bei einem 7-, 8-jährigen Kind, dann wird es schon sagen und mit Stolz. Es war schwierig, aber ich habe es geschafft. Bei einem 10-jährigen wird es schon anders aussehen. Du hast keine Idee, wie schwierig es war, aber ich schaffe es doch. Okay, es ist sehr interessant. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil
unser Selbst. Ich würde sagen, dass was deinen Baum rennt und 300 Forschungen, es ist unglaublich, es gibt kein entgegengesetztes Resultat. Die absolute freie Erziehung ist höchst problematisch. Der Traum ist zusammengefallen, der Traum dieser vier Säulen, zusammengefallen. Ich glaube, dass was sie entdeckt hat, ist, dass Erfahrungen, die besagen, das musst du tun, es gibt keine Wahl, keine Wahlerfahrungen sind absolut notwendig. Sie machen aus das Calcium in der Rücksäule unseres Selbstwerts. Ohne Erfahrungen von keiner, bei solchen Situationen, es gibt keine Wahl, es ist Pflicht. Ohne solche Erfahrungen zu machen, dann bilden wir dieses Gefühl von ich tauge, ich schaffe es doch. Interessant, Kinder also in eine freie Erziehung leiden an einer Privation. Sie sind depriviert an keine Wahlerfahrung. Okay, wenn wir über Privationen denken, eine Liebe, das ist okay. Aber an keine Wahlerfahrung depriviert zu sagen, ja, sie haben einen Mangel in ihrer Erziehung. Und dann sind wir also als Gesellschaft in ein Dilemma geraten, ein großes Dilemma. Und was ist das Dilemma? Wir sind mit der Autorität total fertig. Wir haben sie demoliert und es gibt auch kein Zurück. Und dann hat sich herausgestellt, dass ohne Autorität geht es auch nicht. Was machen? Und das ist das Dilemma unserer Generation. Okay, an ein anderthalben Generation, sagen wir. Okay, ich bin schon 65, aber auch meine Kinder haben dieses Dilemma. Okay, zwei Generationen, dasselbe. Was mache ich jetzt? Meines Erachtens ist, was die Herausforderung, die uns zusteht, die Herausforderung, dass wir zurechtkommen müssen, dass wir erfüllen müssen, ist eine Art von Autorität zu entwickeln, eine Art von positiver Autorität zu entwickeln, zu skizzieren, zu formulieren, die zu unseren Werten und zu unserer freien Gesellschaft passen. Aber wie können wir diese Autorität formulieren, diese Autorität, die zu uns passt? Wir haben nur das Bild von der alten Autorität. Wenn wir über Autorität denken, denken wir, okay, Distanz, Kontrolle, Hierarchie und Aktion, Reaktion. Okay, da haben wir kein so anderes Bild von Autorität. Wir werden sehen, dass es Möglichkeiten immer da waren und da waren immer Leute, die eine positivere Art von Autorität hatten. Da wären immer solche Eltern, aber das Bild, das Modell von Autorität basierte. Und das Modell, das Konzept von Autorität ist was, worin wir uns einigen können. Okay? Also wir brauchen dieses neue Bild von Autorität zu formulieren. Wie können wir das machen? Wir haben einen Anfang, einen guten Anfangspunkt. Wir wissen, was wir nicht wollen. Wir wollen die alte Autorität nicht mehr, diese Sachen wollen. Wenn wir wissen, was wir nicht wollen, vielleicht beginnen wir auch zu wissen, was wir wollen. Wenn das nicht, dann vielleicht. Und die Idee der neuen Autorität ist unserem Versuch, ich spreche unserem, weil ich habe immer
mit Teams gearbeitet, mit Studenten, mit Masterstudenten, mit Doktoranden, mit Instituten gearbeitet und diese Idee zusammen entwickeln, habe das alles geleitet und geschrieben. Aber viele, viele Leute haben mich geholfen. Und in das Buch Stärke statt Macht, wie ihr sehen könnt, bei jedem Kapitel fast, außer dem ersten, gibt es verschiedene Autoren, sind Leute, die hilfreich wurden, die mit mir gearbeitet haben, diese Sache zu experimentieren, zu versuchen. Also haben wir eine Alternative zu der Voraussetzung der Distanz? Kann die Person, die die Autorität bekleidet, nicht distant sein? Gibt es eine Möglichkeit, Nähe mit Autorität in Verbindung zu bringen? Ja, es ist ganz möglich. Wir haben begonnen mit einer Idee von Autorität, die auf Präsenz basiert ist, in Familien zu arbeiten. Okay, mein erstes Buch, auf Deutsch wurde es genannt Autorität ohne Gewalt, ist ein Versuch, Autorität auf Präsenz zu basieren. Wir haben Präsenz sehr intuitiv definieren für Eltern. Und es ist absolut ähnlich auch für Lehrer. Wir haben es so definiert, das Kind erfährt die Eltern als präsent, also wir bleiben doch kinderzentriert, aber es ist nicht mehr ein Kreis mit dem Kind allein in der Mitte. Wir würden sagen, dass unsere Idee, unser Modell ist eher eine Idee von einer Ellipse mit zwei Zentren. Eltern und Kind, Lehrer und Kind. Okay, weil auch die Bedürfnisse der Betreuer müssen auch sehr ernst berücksichtigt werden. Also das Kind erfährt die Eltern als Präsenz, also ein Kinderfokus gibt es bestimmt. Wenn die Eltern sich so verhalten, nicht sprechen, sondern verhalten, dass sie die Botschaft übermitteln, ich bin da und ich bleibe da. Du kannst mich nicht einfach entlassen, du kannst dich nicht von mich divorzieren, du kannst mich nicht lähmen, ich bleibe da. Ich bin da und ich bleibe da. Es ist ein entschlossenes, ich bleibe da. Ich bleibe da, wenn du Hilfe brauchst, aber ich bleibe auch da, wenn du Grenze brauchst. Okay? Ich bleibe da, auch wenn es sehr angenehm ist, aber ich bleibe auch da, wenn es unangenehm ist. Okay, wenn Eltern sich so verhalten, dann erlebt das Kind die Eltern als präsent. Sie bekommen Gewicht. Sie bekommen einen Platz in seinem Leben. Und was nicht weniger wichtig ist, und wir werden immer darauf zurückkommen, was nicht weniger wichtig ist, auch die Eltern erleben sich als Präsenz. Sie auch bekommen ein Gefühl von Gewicht. Wirklich von Platz und von Gewicht, dass man spürt. Ich werde euch ein kleines Beispiel geben, dass diese Sache so schön verkörperlicht. Das war eines der Mittel, die wir entwickelt haben, um Präsenz in der Familie aufzubilden, ist das Sit-in. Das Sit-in, okay, sagen wir, dass das Kind hat etwas Schlechtes gemacht, hat seine Schwester geprügelt und am Abend, wir werden lernen, warum am Abend, okay, wir haben diese Idee, um die Eskalation vorzubeugen, haben wir ein Sprüchlein gemünzt, der sagt, wir sollen das Schmied schlagen, wenn es kalt ist. Das Eisen schmieden, wenn es kalt ist. Okay, ich habe das Sprüchlein verdorben. Okay, wir sollten das Eisen schmieden, wenn es kalt ist. Okay, das heißt, das ist das Gegensatz von Aktion-Reaktion. Okay, und es ist eine gute und es hilft.
Eltern und auch, wir werden sein auch von Lehrern für Lehrern in gewissen Situationen. In gewissen Situationen sehr zu Hilfe kommen kann dieser Grundsatz. Nicht immer, aber in gewissen Situationen. Wir brauchen auch sehr oft unmittelbare Reaktionen. Wir werden darüber sprechen. Es ist nicht eine Revolution, was ich hier anbiete, sondern eine Reform. Das heißt, wenn es eine Revolution wäre, dann würde das bedeuten, alles, was ich vorher gemacht habe, war falsch. Und wir wissen es besser. Nein, nein, es ist nicht so. Es ist eine, wir werden sehen, es ist eine Reform. Ihr könnt die Arbeit besser machen und auch ihr Leben besser als Lehrer. Okay? Wenn Sie diese Ideen als Zusatz mitnehmen, als Zusatz. Okay? Alles, was Sie gemacht haben, hat einen guten Grund. Und Ihre Erfahrung wird nicht vereitelt von unseren Erfindungen, überhaupt nicht. Wir werden zurück darauf drücken. Okay? Aber in diesem Fall, das Sit-in wird immer gemacht später. Später. Und bei dem Sit-in, was machen die Eltern, wenn es zwei Elternteile, auch eine alleinerziehende Mutter kann, in diesem Fall war es eine alleinerziehende Mutter, die zwei Eltern kommen in das Zimmer des Kindes, setzen sich, sie sitzen vor der Tür, das heißt, mit ihrem Körper blockieren sie die Tür. Das heißt, es ist ein Ich bin da, das sehr entschlossen wirkt. Und sie sagen den Kindern, wir sind hier, weil wir nicht bereit mehr sind, dass du deine Schwester schlägst. Und wir bleiben hier, bis eine Lösung, eine gute Lösung aufkommt, eine akzeptable Lösung aufkommt, wie das nicht weiter passieren wird. Und dann bleiben sie da. Wie lang? Wie lang? Bis eine Stunde. Wie lang? Wir haben auch ein ganzes Protokoll geschrieben. Also bis eine Stunde. Und warten ab. Und besprechen mit das Kind, diskutieren, wenn Lösungen aufkommen. Und wenn Lösungen nicht aufkommen, warten sie einfach da. Und was interessant ist, ist, dass was wirksam ist in dieser Situation, ist nicht die Lösung. Eine Lösung manchmal kommt auf, manchmal nicht. Aber es ist nicht die Lösung. Was wirksam hier ist, ist das Sitzen, die Präsenz. Eine Stunde elterliche Sitzen. Die Eltern sind da, wie zwei Klötze von elterlichen Präsenz. Sie bleiben da. Das ist wirksam. Also, hier geht es in der Beispiel geht es um eine Mutter, die sehr groß war. Ich glaube, sie war über 120 Kilo. Sehr groß, okay, in der Breite, in der Höhe und auch okay, in alle drei Dimensionen. Und sie hat eine 15-jährige Tochter, die ihr schlug. Regelmäßig. Also sie war ein Opfer von Gewalt, diese Mutter. Und die Tochter war auch in Gefahr. Sie hatte gefährliche Beziehungen. Also, diese Mutter war bei uns in Behandlung und sie lernte über das Sit-in. Wir haben sie gut gecoacht, wie zu reagieren auf diese Situation, auf diese Situation, auf diese Situation. Sie wurde auch unterstützt. Und in diesem Fall, der Unterstützer war ihr Bruder, der in einer anderen Stadt wohnte, aber gab ihr Unterstützung durchs Handy. Also, die Mutter kam in das Zimmer der Tochter, die 15-Jährige, sie saß vor der Tür mit dem Handy in der Hand offen und sie sagte, ich bin nicht mehr bereit, dass du gewalttätig mir oder anderen gegenüber seist. Ich werde Widerstand leisten dagegen. Und ich werde hier sitzen, bis wir zu einer Lösung kommen. Und mein Bruder, der die Tochter respektierte, er wohnte in einer anderen Stadt, mein Bruder ist hier am Handy, damit er auch als Zeuge bei unserer Interaktion
Und wenn du mit ihm sprechen möchtest, okay, da ist es, er hört alles, was hier passiert. Sie ist nicht allein. Wir werden sehen. Das Nicht-Allein-Bleiben ist sehr wichtig, eine sehr wichtige Komponente. Was macht die Tochter? Wenn der Bruder nicht im Telefon wäre, würde sie einfach sich auf die Mutter stürzen. Aber es gibt den Bruder. Okay, es gibt schon die äußerliche Welt ist hinein. Okay, wenn die äußerliche Welt hinein in eine Situation von Familiengewalt kommt, dann wird die Ökologie der Gewalt geändert, bei allen Arten von Familiengewalt. Also das Mädchen versuchte, die Mutter wegzuschieben, weil sie vor der Tür saß. Also sie versuchte und die Mutter saß da mit den Füßen und sie blieb da physisch. Ja, und also groß, viel Kilos zu schieben. Nach ein paar Minuten gab die Tochter auf. Sie verfluchte die Mutter aber unter die Lippen, damit der Bruder das nicht kriegt. Und sie warf sich auf das Bett mit dem Gesicht zum Wand und die Mutter stand da eine ganze Stunde, Keine Lösung, aber das war eine sehr wichtige Erfahrung für die Mutter, das erste Mal, wo sie Präsenz und auch sich selbst mit der Unterstützung geschützt hatte. Und sie erzählt uns das und dann beginnt sie, gibt es einen Moment von Stille und sie lächelt weit und breit. Und der Therapeut fragt, warum lächelst du? Und sie sagt, das war das erste Mal in mein ganzes Leben, wo ich nicht bereut hatte, keine Diät gemacht zu haben. Es ist sehr interessant, was sie sagt. Ich habe das Gefühl gehabt, das Gewicht ist auch wichtig. Gewicht in einem doppelten Sinne. Also das war... Okay, also Präsenz kann und wird so zu einer Quelle von Autorität. Okay, diese Mutter bekam Gewicht. Präsenz wird zu einer wichtigen Quelle von Autorität, einer der wichtigsten Quellen von Autorität, sei es bei Eltern wie auch bei Lehrern. Wenn es sich offenbart in der Tätigkeit, die wir wachsame Sorge nennen. Was ist wachsame Sorge? Ich bleibe immer mit dem Finger auf dem Puls. Ich sorge dafür, dass ich weiß, was mit meinem Kind passiert. Das ist sehr wichtig bei Eltern, wenn Eltern das machen, okay, ohne intrusiv zu sein, aber okay, die Pflicht der wachsamen Sorge, es ist meine Sache, wenn ich problematische Zeichen bekomme, dann muss ich von näher die Sachen besichtigen. Wenn alles in Ordnung ist, dann gebe ich mein Kind Raum, Freiheit fürs Experimentieren. Also wachsame Sorge kann ich von Weiterem ausüben, wenn Sachen in Ordnung sind, dann ist es nur ein positives Interesse an mein Kind. Und von Näherem, wenn es Zeichen von Problemen aufkommen. Es stellt sich heraus, dass diese Haltung von wachsamer Sorge wahrscheinlich der wichtigste Faktor ist in der Verringerung von Risikozuständen aller Arten. Es gibt viele Forschung darüber. Die Forschung ist über, was in der Literatur als Parental Monitoring genannt wird, Monitorierung, das ist noch etwas mit alter Autorität. Wir haben es geändert. Diese Formulierung und es wachsame Sorge genannt. Das heißt, es ist auch wichtig, dass das Kind freien Raum zu experimentieren bekommt, solange es kein Zeichen von Gefahr gibt. Das heißt, ich muss auch nicht nur das Kind, sondern auch die Zeichen von Gefahr
mit dem Finger am Puls schlagen. Wenn es keine Zeichen gibt, nein, dann ist es gut, dass das Kind selbstständig handelt, weil Autonomie ist für uns von Wert. Interessanterweise, die Ausübung von wachsamer Sorge bildet Autorität. Wenn Eltern so handeln, bekommen sie eine Stimme, bekommen sie Präsenz, bekommen sie Gewicht, bekommen sie Bedeutung. Und das ist auch absolut wahr bei Lehrern, und er weiß das alles. Zum Beispiel eine Lehrerin, die weiß, wann das Kind nicht die Hausaufgaben macht, wer das nicht macht. Eine Lehrerin, die sorgt dafür, dass sie das weiß. Eine Lehrerin, die sofort weiß, wenn ein Kind ihre Klasse geschwänzt hat oder nicht. Dieser Lehrer wächst in Präsenz, in Autorität. Das heißt, die Autorität bildet, wird gebildet, wird aufgebaut von dieser Präsenz der wachsamen Sorge. Eine Lehrerin, die sich auch für die Schwierigkeiten der Schüler interessiert, sie fragt die Eltern, wenn die Eltern kommen, ich habe gesehen, dass deine Tochter in den letzten Zeiten solche Probleme hat. Weißt du etwas, warum ist das so? Dieses Interesse ist wachsame Sorge. Dieses Interesse bildet auch diese Lehrerin vor den Eltern und auch späterhin vor dem Kind. Also Präsenz statt Distanz. Autorität kann auf Präsenz aufgebaut werden. Wir werden sehen, dass es manchmal ziemlich einfache Mittel gibt, um Präsenz in der Schule, von der ganzen Schule zu offenbaren. Okay, wir werden sehen, dass solche Möglichkeiten auch nicht mit vielen Aufwand, auch sparende Mittel gibt es, diese Präsenz zu erhöhen. Die zweite Eigenschaft der traditionellen Autorität, womit wir nicht mehr einverstanden sind, ist diese Sache der Kontrolle und Gehorsam. Aber gibt es eine Möglichkeit, Autorität zu haben, ohne dass wir über das Kind Kontrolle haben, ohne dass wir bestimmen, ohne dass es Gehorsam gibt? Ist Autorität nicht gleich spannend mit Gehorsam? Ich habe Autorität in dem Grade, wo das Kind Gehorsam aufzeigt. Ja, Weber hat so gedacht. Er hat gesagt, dass Autorität ist mit Gehorsam zu identifizieren. Er sagte, Autorität, positive Autorität, wird mit willentliches Gehorsam, aber Gehorsam, immer Gehorsam. Gibt es keine andere Möglichkeit? Ja, es gibt andere Möglichkeiten, weil diese Idee des Gehorsams zu uns nicht mehr stimmt, nicht mehr passt. Wir alle wissen, dass eine Person, die eine Autoritätsstellung bekleidet, an Autorität gewinnt, Respekt gewinnt, wenn sie Selbstkontrolle aufzeigt. Eine Person, sei es eine Mutter, ein Vater oder eine Lehrerin, die sich verhält in so einer Weise, dass die Botschaft vermittelt wird, ich übe Selbstbeherrschung. Okay? Ich verliere nicht, ich komme nicht zu groß, ich übe Selbstbeherrschung. Ich habe Selbstkontrolle. Und ich bin auch zu meiner Pflicht verpflichtet. Das ist auch Selbstkontrolle. Ich mache es wirklich. Ich bin dazu, diese Pflicht komme ich nach. Diese Person wächst in Autorität, sie bekommt Respekt von uns allen. Wir helfen Eltern zu verstehen und dann das auch zu sagen.
Ich kann dich nicht kontrollieren. Ich habe keine Kontrolle über deine Füße, über dein Maul und geschweige dann über deine Gedanken und deine Gefühle. Aber mich kann ich kontrollieren und ich werde meine Pflicht als Mutter erfüllen. Dieses Verständnis, dass wir keine wirkliche Kontrolle über das Kind haben, wir haben es nicht, es ist eine Illusion. Die Kontrolle über das Kind ist eine Illusion. Warum ist es eine Illusion? Können wir seine Gedanken kontrollieren? Bestimmt nicht. Okay? Die Gedanken sind frei. Es gibt sogar einen Malergesang. Okay? Die Gedanken sind frei, so sind sie. Also Gedanken können nicht kontrollieren. Gefühle? Bestimmt nicht. Und sogar Verhalten, sogar Handlungen. Wir können, wenn wir die Macht haben, das Kind forcieren, etwas zu tun. Aber so, nur solange wir da sind und die Macht haben. Wenn wir nicht dabei mehr sind, dann haben wir keine Kontrolle mehr. Also Kontrolle ist eine Illusion. Aber Selbstkontrolle ist keine Illusion. Wir können in einem gewissen Maß entwickeln. Es ist nicht eine totale, aber in einem gewissen Maß an Selbstkontrolle können wir. Wir haben bewiesen in einer unserer Forschungen, dass der Hauptprädiktor von positiven Resultaten in Familien ist, wenn die Eltern bessere Selbstkontrolle entwickeln. Das ist der Hauptprädiktor von positiven Resultaten. Wir waren überrascht davon, dass das der Hauptprädiktor war, aber sehr zufrieden davon. Also Autorität kann auf Selbstkontrolle ein ich werde mich beherrschen und ich werde darauf bestehen, meine Pflicht werde ich nachkommen, wenn die Eltern und Lehrer das machen, dann entwickeln Sie Autorität, dann bilden Sie Autorität. Und das ist für uns total akzeptabel. Und dann werden die Interaktionen mit dem Kind geändert. Das ist sehr interessant. Ich werde Ihnen ein Beispiel. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Es ist nicht nur semantisch, wenn die Eltern dem Kind sagen, ja, ich kontrolliere dich nicht, aber mich schon. Es ist nicht nur eine semantische Sache. Es führt zu ganz anderen Interaktionen. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben, der interessant ist, genau weil es nicht ideal ist im Sinne des Gehorsam und Autorität, weil viel Selbstinteresse hineinkommt. Ein Junge, 14-Jähriges, verschwindet. Okay? Stundenlang kommt zurück manchmal, um 12 Uhr, 1 nach Mitternacht, kam schon zurück. Zu Hause ein paar Mal beschwipst. Okay, okay. Also, und die Eltern haben allerlei versucht und dann kamen sie zu uns zur Beratung und sie haben gelernt, Telefonrunde zu machen. Wenn das Kind verschwindet, okay, dann telefonieren sie an die Freunde des Kindes. 10, 15 Telefonate. Und hinterlassen auch Botschaften. Wenn du dich mit meinem Sohn triffst, morgen sage, dass ich in großer Angst war. Dann habe ich bei dir gesucht. Das sind Botschaften von Präsenz. Ich war da, ich war da und war da, ich war da. Und wir helfen auch die Eltern, sich vorzubereiten zum Krach am nächsten Tag, wenn das Kind mit Mord in den Augen zurückkommt. Was habt ihr gemacht? Ich habe mein ganzes gesellschaftliches Leben zerstört. Keine gesellschaftlichen, ein paar Telefonate zerstören. Schon lange nicht das gesellschaftliche Leben. Das nennen wir adolescente Propaganda. Wir sind sehr hinfällig zu dieser Situation. Also, die Eltern machen eine Telefonrunde und das Kind sagt, das wird nicht helfen. Ich werde das Gegenteil, was sie wollen, machen. Ich werde ganze Tag, Nacht lang verschwinden. Und dann sagt in diesem Fall, dann sagt die Mutter, ja, vielleicht wird das nicht helfen. Wir können dich nicht kontrollieren, wenn du dort bist, haben wir keine Kontrolle über deine Füße, über deinen Kopf, aber uns schon. Und dann werden wir unserer Pflicht nachkommen und werden dich aufsuchen. Wir werden dich nicht aufgeben. Das ist, wir können und werden und wollen dich nicht aufgeben. Und das Kind sagt, ja, und dann verschwindet er wirklich, er zeigt,
Er zeigt, was eine Harke ist. Okay, er zeigt, okay, auf Hebräisch sagt man, interessant, auf interessant sagt man nicht, auf Hebräisch sagt man, er zeigt, woher das Fisch pinkelt. Ich weiß nicht, warum ist das eine Harke, so ist es auf Hebräisch, woher das Fisch pinkelt. Schön, nein, ist das einfach. Also er zeigt den Eltern, woher das Fisch pinkelt, und er kommt nicht zurück die ganze Nacht, und er sagt, okay. Und die Eltern machen weitere Telefonrunde, und die erste Woche ist schrecklich. Erste Woche schrecklich, warum? Weil dieser Jugendliche darauf aus ist, seine Eltern zu beweisen, dass sie ihn nicht wirklich nicht bestimmen, kontrollieren können. Dann kommt die zweite Woche. Und in der zweiten Woche, in dem Ende der zweiten Woche, da war ein Fußballspiel, und der Vater hatte schon Karten für das Fußballspiel, ein wichtiges Fußballspiel, sagen wir, Österreich-Brasilien. Und sagen wir, ich bin brasilianischer, sagen wir, dass es nicht so geendet war, wie es wirklich geendet war. Okay, aber sie hatten Karten für dieses Spiel, für diesen Match. Und das Kind weiß, der Jugendliche, ja gut, also diese Woche, mein Interesse, diese Woche wird in Ordnung gehen schon, also verschwindet nicht. Kommt das Ende der Woche und sie gehen zusammen ins Spiel und zufrieden kommen nach Hause, zufrieden, es war eine schöne Erfahrung. Und die Mutter, wenn sie kommen, okay, die zwei Burschen der Familie, sie kommen zurück, sie sind zufrieden, sagt fantastisch, sagt auch dem Jugendlichen, ich bin, freue mich auch, dass diese Woche es so schön ging. Und jetzt, was sagt der Junge? Sehr oft, was das Kind sagt, was der Junge sagt, ja, ich machte, weil ich es wollte. Ja, ich habe mich gut verhalten, weil ich es wollte. Und ihr wisst, es ist die schiere Wahrheit. Er machte das, weil er es wollte. Das heißt, er machte das, weil er bereit war zu kooperieren. Und was passiert nächste Woche? Etwas dazwischen. Mehr kooperieren und nicht, also nicht gerade um 11 zurückkommen, um 11:30 Uhr, ein paar Telefonate wird er schon machen. Das heißt, die Selbstbeherrschung erlaubt, ermöglicht die Kooperation. Es ist also möglich, Autorität zu entwickeln, die mit Autonomie verbunden ist und nicht mit totalem Gehorsam. Und wir haben das bewiesen. Wir haben bewiesen, dass Kinder reagieren zu diesen elterlichen Botschaften von Selbstbeherrschung viel besser als zu Botschaften, du machst, was ich will. Du machst das, was ich, weil ich dir sage. Jetzt sagen die Eltern, wir machen, was wir sagen. Das ist ganz anders. Und wir haben bewiesen, dass Kinder anders reagieren zu dieser Botschaft. Wir machen, was wir sagen, Selbstbeherrschung. Und nicht du machst, was ich sage, Kontrolle. Neue Autorität anstatt von alten Autorität. Wir werden sehen, dass sehr oft der Wille, dass das Kind jetzt Gehorsam zeigt, jetzt unsere Autorität akzeptiert und es auch aufweist, uns in Sackgassen führt, auch in der Klasse. Auch in der Klasse, dass wir andere Möglichkeiten haben, in solchen Situationen den Krach zu vermeiden. Wir werden sehen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und dass solche Möglichkeiten manchmal uns als Lehrer sehr stark zugunsten sein können. Dass sehr oft es sich lohnt, diese nicht kontrollierende Botschaft vorzuziehen. Also Kontrolle. Wir haben
gezeigt, wie wir Autorität auf Präsenz und auf Selbstkontrolle basieren. Selbstkontrolle und Pflichtbewusstsein. Pflichtbewusstsein ist auch Selbstkontrolle, weil es bildet Autorität. Pflichtbewusstsein bildet Autorität. Meine als Eltern, ich bin nicht bereit, dich aufzugeben. Das ist elterliche Pflichtbewusstsein. Ich werde alles machen, um dich nicht aufzugeben. Das ist elterliche Unpräsenz. Ich werde da. Dann haben wir gesagt, dass diese Eigenschaft der strikten Hierarchie, diese Pyramide, uns nicht mehr passt. Aber konnte Autorität nicht hierarchisch sein? Kann der Boss nicht der Boss sein? Es sieht aus, hört sich aus als ein Widerspruch. Nein, der Boss muss der Boss sein. Ja, aber wenn wir die Frage, woher nimmt die Person die Autorität, bekleidet ihre Autorität? Die Autorität wird von der Gesellschaft zugesprochen. Das heißt, wir werden von anderen autorisiert. Das heißt, wir bekommen unsere Autorität von dem gesellschaftlichen Netzwerk, zum Beispiel der Lehrer. Die Autorität entsteht nicht nur in seinem inneren Busen, ich habe Autorität, sondern auch die Schule. Und vielleicht die Eltern werden sehen, wie Autorität kann auch ausgestrahlt durch das Netzwerk werden. Ja, es ist nicht bis 11 Uhr. Ah nein, das ist alles 10 Uhr. Okay. Ah, ich habe einen Fehler. Okay, 5 Minuten ist gut. Bei Eltern ist das sehr wichtig. Okay? Wir helfen Eltern, eine Unterstützungsgruppe aufzubilden. Eine Unterstützungsgruppe aufzubilden. Wir haben sogar ein Sitzen, wo wir die Unterstützer hineinbringen. Wer sind sie? Großeltern, Onkel, Freunde der Familien, jemand aus der Schule. Einmal. Und wenn Sie zu weit wohnen, und wenn es möglich ist, dann machen wir über das E-Mail. Aber wir kontaktieren zusammen mit den Eltern eine Unterstützergruppe. Und die Idee ist, dass diese Unterstützergruppe die Eltern unterstützt und sie die elterliche Autorität autorisieren, legitimieren. Zum Beispiel, Eltern machen eine Telefonrunde, das Kind ist wütend und am nächsten Tag ein Onkel, der sehr von dem Kind eine gute Beziehung mit ihm hat, und der Onkel sagt, ich weiß, dass gestern hast du Krach mit deinen Eltern. Ja, sie haben telefoniert, meine Freunde. Ja, das ist sehr unangenehm, da sagt er, ja, unangenehm. Aber du weißt, was willst du wirklich, dass die Eltern dich aufgeben? Ich bin bereit, mit den Eltern zu sprechen, wie wir gute Regeln haben können. Aber telefonieren musst du und die Stunden akzeptabel halten musst du auch. Nein, das ist diese Legitimierung. Und dann die Eltern beginnen und lernen auszusprechen, wir, anstatt von ich. Nicht immer. Manchmal. Okay, wir werden sehen, auch Lehrer. Nicht immer. Eltern können und sollen auch sagen, ich dulde das nicht. Aber manchmal sollen sie übergehen zu, wir haben beschlossen das. Okay, weil wir haben beschlossen, wir in die Schule haben das beschlossen. Dann kommt die Unterstützung. Okay, wir werden sehen, wie wir das machen können. Also dann wird die Autorität nicht so sehr zu einer Pyramide, sondern zu einer Art Hologramm oder Netzwerk. Warum Hologramm? Die Person, die die Autorität bekleidet, bekleidet die Autorität. Ich bin zuständig für diese Klasse und die Eltern sind zuständig für diesem Kind, für dieses Kind. Okay? Die Person ist zuständig. Aber ihre Autorität stammt nicht von ihr allein,
sondern von dem Netzwerk, von der Gesellschaft, die relevant ist, von der Gemeinschaft, die relevant ist, von der größeren Familie, von der Schule, von der anderen Lehrern. Es gibt ein Wir hinter dieses Ich. Und dieses Wir manchmal ist so kritisch, es hervorzubringen, andere Mal nein, andere Male stehe ich, ja, weil ich die Mutter bin, nein, ich muss etwas. Aber dann, okay, ja, ich habe das auch mit der Oma und auch mit einer Tante gesprochen. Und ich habe das mit einem Vater gesprochen, sind schon zwei. Und ich habe das mit einer Lehrerin gesprochen. Und das Kind kommt von der Schule und die Mutter sagt, ja, deine Lehrerin hat mich angerufen und gesagt, dass du heute die mathematische Übungen sehr gut gemacht hast. Das bildet Autorität. Ich habe mit deiner Lehrerin gesprochen. Das heißt, ich bin mit ihr verbindet. Ich bin nicht allein und sie ist nicht allein. Wir sind in Verbindung. Und jetzt macht sie es ganz positiv. Du hast diese, aber am nächsten Tag, ich habe mit deiner Lehrerin gesprochen, ich weiß, dass du heute das und das, und wir müssen eine Lösung finden. Das ist schon ein Wir. Okay? Diese, also es ist nicht ich sage dir, sondern sehr oft das Wir kommt hervor. Okay? Also das ist diese Sache. Warum Hologramm? Das Hologramm ist eine Technik, wo jeder Punkt an Stärke gewinnt, wenn er andere Punkte in der Netzwerk reflektiert. Meine Stärke hängt davon ab, inwieweit ich die anderen Punkte in diesem Netzwerk reflektiere. Das ist die Legitimierung. Das heißt, wenn ich als Lehrerin die Möglichkeit habe, auch Eltern und Schuldirektor und andere Lehrer sogar virtuell in der Situation hineinzubringen, werde das praktisch mit ansehen, wie das passiert, praktisch. Dann bekomme ich Autorität. Also haben wir, und das ist von großer Bedeutung, wir werden sehen, weil eins der Quellen, eins der wichtigen Quellen der Schwächung der Lehrerautorität ist die Isolierung. Isolierung von Lehrern und auch von Eltern. Eltern heute sind viel isolierter als in der Vergangenheit, weil die vergrößerte Familie gibt es schon nicht viel weniger. Und es gibt auch viel geschiedene Familien. Wir sind eine sehr private Gesellschaft. Jeder ist in seiner eigenen Wohnung zu sich. Also diese Isolierung, diese Fragmentierung der Gesellschaft, diese Isolierung der Eltern und der Lehrer führt zu einer tiefe, tiefe Schwächung der Autorität. Okay, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause.